liebe Strichis, Strich mit Kick, Freida. Ich habe mich gerade, merke ich, ich habe mich gerade gar nicht seelisch und moralisch auf dieses Video eingestellt. Ich bin nicht nochmal durchgegangen, was ich euch alles erzählen will. Naja, wir gucken mal, was das wird heute. Ne? So, Freunde, Strich mit Kick, Freida. Ja, Sonne, Sommer. Ich war gestern schön auf dem Balkon, also auf der Terrasse. Also war ganz schön warm, Freunde. Oh, joi. Aber ich habe ein bisschen was gestrickt. Ich habe eine Sache so halb fertig und ansonsten habe ich so ein bisschen so vor mich hingestrickt. Und ich habe gehäkelt, Freunde. Darum geht es heute. Ich habe gefärbt für euch, ich habe ein bisschen Sockengarn, ich habe ein bisschen Lesgarn noch für euch. Und nochmal kurzer Reminder. Erster Samstag im September. 7. glaube ich, 7. September, ist das Sommerfest. Ne? Nur, falls ihr euch überlegt, was machen wir denn so im September, Freunde, dann kommt ihr vorbei. Wartet, ich guck nochmal. Nicht, dass ich euch hier was Falsches erzähle. Juni nicht, Juni. Ja, 7. 7. September hier in der Basis. Jeder bringt wieder irgendwas mit, was er noch so bei sich zu Hause hat oder was er auf dem Weg findet. Und dann machen wir uns das hier wieder schön gemütlich. Ich überlege schon, ob ich irgendwie ein Special hier mache. Soll ich irgendwie einen Workshop machen? Ich habe schon überlegt, einen Workshop zu machen. Aber ich weiß auch, wie es in der letzten Zeit war, ne? Und mein Helfer allein kann am Samstag nicht zum Kassieren. Die ist selbst auf Messe. Mal gucken. Kind 1 ist wahrscheinlich auf irgendeiner Geburtstagsparty, die schon seit Ewigkeiten geplant ist. Freunde, wir gucken mal. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr da Bock drauf hättet, irgendeinen Workshop. Und wenn ja, eine Idee was, damit ich mich schon mal drauf einstellen kann. Wollt ihr irgendwie, wenn ihr was Workshopiges wollt, Strick? Oder wollt ihr irgendwie Ohrringe machen, Filzen, sowas? Schreibt mal unten rein. Dann mache ich mir da mal Gedanken, ne, Freunde? So. Und dann habe ich mir überlegt, dass es diese Woche 10% gibt. Eigentlich wollte ich das letzte Woche machen, bin ich irgendwie von abgekommen, das Wetter ja noch so doof war, ne? Da habe ich gedacht, naja, das lohnt sich ja schon wieder, ne? Man kann ja jetzt noch stricken. Aber jetzt ist es warm, ne? Und da habe ich aber gedacht, naja, jetzt ist aber nicht mehr weit bis Weihnachten, Freunde. Mit dem Code Weihnachten 2024 bekommt ihr 10% Rabatt, Freunde. Ich packe euch den Code auch nochmal unten hin, falls ihr nicht euch das merken könnt. So, was noch? Was noch? Irgendwas war mir eben noch ins Hirn geschossen, aber es ist schon wieder weg. Keine Ahnung. Weihnachten. Adventskalender. Ha! Adventskalender. Also letzte Woche habe ich euch ja mal so ein bisschen umgefragt und da kam dann doch raus, dass eine Vielzahl Mütze ganz gut finden würden. Adventskalender Mütze. Dann machen wir das mal. Ne? Ich muss jetzt nur mal überlegen, was ich mir so vorstelle an Mützendesign, damit ich die Wolle kalkulieren kann und den Preis kalkulieren kann. Also wenn alles gut geht, kommen die nächste Woche in den Shop. Da kriegt ihr dann 4 Mützen, Stricksets und der 24, ich weiß gar nicht, auf welchen Tag fällt denn der, ne? Aber da gibt es dann bestimmt noch ein extra Goodie, so wie immer. Wartet mal, ich guck mal, 24, ich bin ja noch gar nicht im Game. Ja, ist irgendwie ein Dienstag, Freunde, damit ihr das schon mal wisst. Ja, also das wird nächste Woche in den Shop kommen. Und wahrscheinlich werde ich auch noch den anderen machen mit den 24 Türchen. Ach, was soll's, ne? Wenn das sonst dieses Jahr nicht weggeht, dann habe ich eben für die nächsten 20 Jahre hier irgendwelche Adventskalender liegen, die ich befüllen kann. Ach, sollte ich nochmal umswitchen und was weiß ich, ins Backbusiness oder so gehen, dann mache ich da halt irgendwelche Streusel und so rein. Also von daher, ich wollte es eigentlich letzte Woche machen, aber ich habe es nicht geschafft, weil hier wieder Sachen passiert sind. Ich wollte schon Bilder malen, damit ihr entscheiden könnt, wie der aussehen soll, welches Bild der haben soll, der Türchen-Adventskalender. Aber da kamen Sachen dazwischen. So, ich bin aber hochmotiviert. Vielleicht sogar nachher, wenn ich rübergehe, dass ich mich da so ein bisschen hinsetze und da zeichne. Und dann zeige ich euch das nächste Woche, dann könnt ihr abstimmen. Dann kommen 2 Adventskalender in den Shop. Ja, wenn dann, ne? Also wir machen das ja nicht, wie alle das machen. Wir machen das eben strick mit kickig, ne, ihr Lieben? So. Ja, ansonsten, Samstag war ich in Hamburg, bin sehr stolz auf mich gewesen.
Meine Trauzeugin war nämlich da und sagte, kommst du vorbei? Und ich so, okay, warte, Europameisterschaft, ach du Scheiße, die spielen am Samstag in Hamburg. Ich so, oh. Ich sage, okay, Zug fällt schon mal aus. Da hatte ich nur wirklich keine Lust drauf. Und dann habe ich gesagt, okay, Auto. Ich sage, wenn ich aber nicht durchkomme, wenn da nur Stau ist oder wenn ich keinen Parkplatz finde, drehe ich um. Ich sage, leg ein Handtuch raus, dass ich einen Parkplatz kriege. Ja. Aber war alles super entspannt. Ich habe sofort einen Parkplatz gefunden, Freunde. Also Eppendorf ist vielleicht meine Hut. Aber nee, ich weiß nicht. Heieiei, also Hamburg, ich weiß, das ist mir alles zu groß. Also, ich meine, gut, Eppendorf ist ja ein Dorf für sich so. Genau wie jeder andere Kiez da, denke ich mal. Aber nee. Nee, nee, nee. Da sollte eigentlich ein Straßenfest sein. Darum habe ich die beiden Kinder noch mitgeschleppt. Naja, die waren so semi, semi. Also Kind 1 hat ein Einhörner geangelt in so einem Babybassin. Und hat nämlich dem Kind von meiner Trauzeugin ein bisschen geholfen. War ein bisschen schwierig. Und ja, das war so die Aktivität. Das war das Straßenfest. Und irgendwo, also da konnte man Einhornenten angeln. Und irgendwie von einem anderen Laden saßen welche und haben Kindern so Glitzer-Tattoos gegeben. Das war das Straßenfest. Also Freunde, Hamburg ist auch nicht mehr das, was das mal war, ne? Das sollte mit Straßenmusik und hast du nicht gesehen und Künstler und bla. Nix! Nix, 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 nix. Ich sag, das müssen wir vielleicht selber machen. Vielleicht da muss, also, ja, keine Ahnung. Aber ja, auf jeden Fall war das sehr nett, sich mal wieder zu sehen. Also es ist schon ewig her, dass wir uns gesehen haben. Und dann waren wir noch, wie heißt das, Zapper Club oder so? Absolute Empfehlung. Also kann ich absolut empfehlen. Warte mal. Habe ich das hier noch auf? Aber das Kind hatte mir die Karte geschickt. Warte mal, mein Handy. Das ging irgendwie alles nicht. Ich glaube, Zapper Club in Eppendorf. Das ist am Wasser. Ich vermute Alster. Keine Ahnung. Eppendorf an der Alster, ne? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Ach Gott, naja, was soll's. Und, jetzt habe ich gerade warte. Ach ne, jetzt bin ich ja bei Juli. Nee, zu Juli bin ich ja gar nicht. Supper Club, ja. Also kann ich euch nur empfehlen. Richtig lecker, total nett und du bist da halt am Wasser. Ich glaube, du kannst von da aus dann auch Kanu fahren und weiß ich nicht, ich habe ja Tretboote oder so. Also richtig, richtig, richtig nett. Also ja, muss ich sagen, war richtig gut. Haben wir schön geschnödert und so, war ganz nett. Aber wie gesagt, ich habe mal wieder festgestellt, Hamburg. Also ich bin kein Großstadtmensch. Also ich würde eher, glaube ich, noch Richtung Dorf tendieren, als ja. Ich überlege gerade Ratzeburg oder Dorf. Wobei das, glaube ich, nicht so weit auseinander ist. Und dann denkt man immer so, ja, in der Stadt, da bist du ja doch infrastrukturell besser aufgestellt und so, aber im Endeffekt muss ich auch sehr viel fahren, ne, für irgendwelche Ärzte oder dies oder das oder jenes. Also von daher, und dann lebst du auf dem Dorf, vielleicht noch ruhiger, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht, weil da nicht so viel Ablenkung ist, ne? Dann guckt da jeder auf den anderen, wer weiß das schon. Naja, ich bleib hier wohnen, Freunde. Es ist nicht geplant, dass ich hier irgendwo jetzt umziehe. Ne? So, genau, das war so meins. Genau. Darum war der Samstag weg, konnte ich nicht stricken, Freunde. Und irgendein Tag war noch weg, konnte ich auch nicht stricken. Und da war noch ein Tag weg, da konnte ich auch nicht stricken. So. Von daher ist nicht so Fülle heute, ne? So, also, was habe ich gemacht? Ich habe am Garden Cardigan weitergestrickt. Hier, ich will euch ja immer noch meine Dings zeigen. Meine Tasche, die hatte ich mal auf Insta gepostet. Das ist der Pulli, der nichts geworden ist. Den habe ich wieder auseinander gedingst. Aber ach, ich finde das, ne? So, finde ich gut. Ist ein Bügelbild. Wie man sieht, habe ich auch den Rand schön mitgebügelt. Und ich wollte das so schön. So ein fluffy Pulli mit dem da vorne, so richtig lässig, stylisch. Und dann wanderte mir das ja immer irgendwie über den Kopf. Also von daher musste da was gemacht werden. Gemacht, auseinandergeschnitten. So, also Garn-Cardigan. Garnstockjacke. So, das ist ja heute ein Zungenbrecher für mich. Warte, wo ist das andere? Hat sich das hier verfangen? So. Und zwar habe ich jetzt die Vorderfront angefangen, bin aber ehrlich gesagt noch nicht so weit, weil Störprojekte dazwischen kamen. Das ist der Grund. So, und ich habe festgestellt,
Also das ist hier mein Rückenteil und ich habe jetzt hier das Vorderteil angefangen. Da, ja gut. Und das soll ja bis hier dann auch gestrickt werden und dann wird andere Vorderteil und dann zur Runde gestrickt, wie man das so macht. Aber, also ich muss noch mal messen. Entweder habe ich zu wenig gestrickt, dass ich irgendwie falsch gemessen habe oder so. Weil ich glaube, hier zu Ende, ich glaube, das ist nicht breit, also nicht weit genug, wisst ihr, wie ich meine? Ich glaube, das wird zu eng. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen da stricken. Glaube ich. Also ich dachte, er ist okay, es fällt weiter rum. Vielleicht. Nee, aber ich glaube, das muss ich noch irgendwie verlängern. Also ich muss auch immer sagen, ich mache manchmal eine Maschenprobe. Das mache ich schon. Manchmal auch nicht 10 mal 10 cm, das mache ich auch nicht. Aber ich gucke immer nur, ob es in der Breite passt, wisst ihr? Also und nicht, ob auch die Reihenanzahl hinkommt. Also das haben ja doch einige, dass die sagen, okay, die kommt von der Breite hin. Also von der Maschenanzahl passt es. Aber von der Reihenanzahl passt es nicht. Das hört man immer mal wieder, aber da überlege ich immer gar nicht, dass ich da, weiß ich nicht, aber obwohl, das ist ja auch ein Zentimeter angegeben. Ich weiß nicht, ich werde mich wahrscheinlich vermessen haben irgendwie. Naja, gut, aber das kann man ja einfach anpassen. Aber ich muss sagen, oh Gott, ne? Ich mag die Kombi, die ist so weich und so kuschelig und so gemütlich. Oh, ich glaube, das ist gerade so, wenn, also im Winter, wenn ich morgens aufstehe, dann nehme ich meistens, so Bademantel ist ja gar nicht mehr so umwog, ne? Habt ihr noch Bademäntel? Ich habe den Kindern mal zu Weihnachten Bademäntel geschenkt. Ich glaube, die hatten die einmal an. Weil ich dachte, ja, weil die immer dann aus, ne, so gerade im Winter dann so nach dem Baden oder Dusche, so kalt, da habe ich gedacht, ja, so ein schöner, muckliger Bademantel, ja, am Arsch. Fehlinvestition. Und ich weiß immer noch, meine Mutter hat immer gesagt, man braucht einen Bademantel, wenn man mal ins Krankenhaus muss, dann braucht man einen Bademantel. Wo ich denke, boah, nee, da würde ich lieber dann irgendwie eine Strickjacke anziehen, als dass ich mit einem Bademantel da rumlaufe, statt heute. Oder ich muss halt noch einen fancy Bademantel irgendwie finden, ne? Ich hatte mal irgendwie bei TK Maxx oder so mal so ein Seidending, haben sie mich alle ausgelacht von der WG. Ich sag, ey, habt ihr überhaupt keine Ahnung? Also vielleicht muss man ja noch den Bademantel finden. Vielleicht gucke ich auch einfach in den falschen Läden, ne? Vielleicht muss ich eher bei Chanel und sowas gucken. Vielleicht muss ich eher. Das ist vielleicht hier alles gar nicht mein Style, ne? Auf jeden Fall im Winter, wenn ich dann aufstehe, dann ziehe ich mir auf jeden Fall immer irgendwie eine Strickjacke über. Und das ist immer so gemütlich. Und hier kann ich mir das vorstellen, dass das noch gemütlicher ist, weil das ja so flauschig, 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 puffy ist, ne? So, also, guck gerne im Shop. Ich stricke ja das dunkle Moos in Lace und das dunkle Moos in Helo. Und genau, findet ihr auch im Shop. Und andere Sets sind auch drin. Also das habe ich jetzt nicht als Set, aber das könnt ihr euch so zusammen wursteln. Und genau. Aber da sind noch Fluff-Sets drin. Und normale, also normale ohne Fluffy, ne? Also hier Herzwolle und so. Also ich muss den erstmal fertig machen. Also der strickt sich grundsätzlich wirklich, wirklich flott. Mir sind jetzt hier nur ein paar Sachen dazwischen gekommen. Oh, mich juckt schon wieder. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ob ich die noch mal in so einem Plangarn halt stricke, weil ich glaube, das sieht auch gut aus. Aber mal gucken, mal gucken. Eigentlich stricke ich nicht zwei Sachen. Ich habe mich letztens gefragt, ob ich schon mal zwei Sachen oder eine Sache doppelt gestrickt habe. Ich glaube, das einzige war Cumulus. Das habe ich einmal als Pullover und einmal als Shirt mir gestrickt. Und habe beides mal ein bisschen gespuckt wegen der Größe, muss ich sagen. Aber das habe ich euch ja auch schon 70.000 Mal erzählt. Und ansonsten habe ich, glaube ich, ja, außer hier Stino-Socken oder irgendwie so, ne? Aber selbst Colorwork-Socken oder irgendwie Zupfsocken oder so habe ich noch nie doppelt gestrickt, Freunde. Mützen noch nie doppelt. Nee. Nee. So, also, der wächst. Ich bin immer noch bei meinen ersten Knäueln. Aber die anderen sind schon gewickelt, weil das geht ja jetzt auch irgendwie so langsam zur Neige, ne? So. Und dann konnte ich erstmal irgendwie
nicht weiter, weil ich habe gedacht, ne. Du kriegst das T-Shirt, kriegst du fertig. Da bist du jetzt schon so weit. Das schaffst du. Und zwar, warte mal. Ach, hier habe ich es hingelegt. Ich stricke, das habe ich euch irgendwie schon ewig nicht gezeigt, das von My Favorite Things Knitwear Tee Number One. Ein ganz einfaches T-Shirt. So. Fand ich lässig. Ich finde irgendwie keine sommerlichen Oberteile, ne? Furchtbar. Furchtbar. Also ich habe jetzt hier meinen Sommerpop-Pulli, den trage ich eigentlich rauf und runter, wo die immer alle sagen, ist das nicht warm? Aber wo ich sage, naja, im T-Shirt ist genauso warm. Also es ist halt, irgendwann ist es halt zu warm. Ne? So, egal was du anhast. Da habe ich übrigens, weil der immer größer wurde, der Ausschnitt. Also ich muss die Anleitung noch ein bisschen anpassen. So viel braucht man nicht. Wobei man muss ja auch erstmal mit dem Kopf durch, ne? der saß mir nachher hier. Und dann habe ich gestern erstmal am Rand ein bisschen rumgehäkelt und jetzt ist super. Also mit jedem Tragen wurde das weiter. Da habe ich gedacht, also an, irgendwann rennst du und dann fällt dir das vom Hintern, weil das so runterrutscht. Ne? Musste ich gestern erstmal eingreifen. So, aber also habe ich gedacht, okay, gut, dann musst du dir irgendwie trotzdem nochmal was stricken. Nimmst du was mit Seide? Ich stricke jetzt hier Wolle Seide. 80% Merino, 20% Seide. Und bin, warte, wo ist oben, wo ist unten? Das ist oben. So weit. Also eigentlich habe ich wirklich gedacht. Warte mal, was ist denn das hier für ein Kuddelmuddel? Achso, das sind zwei. Ich habe eigentlich gedacht, ich werde fertig, aber ich habe wieder irgendwie rückwärts gestrickt. Ich weiß nicht, manchmal strickt man, dann misst man und dann denkt man, ne, ist nichts dazugekommen, ne? So, und zwar bin ich so weit. So. Man sieht, wo man in Runden angefangen hat. Ne? Hier war immer nur noch hin und her. Und sobald man einen Runden strickt, hat man dann irgendwie hier so ein Muster. So, dann habe ich gestrickt, habe ich gestrickt, habe sogar Länge gestrickt. Ne? So, dann habe ich hier den Rand, also das Bündchen. Und da haben sie gesagt, ja, mach einen Faden rein, dann ist es einfacher zusammenzustricken. So, habe ich gemacht. Ich habe mir einen Faden reingezogen, hier unten, wie ihr sehen könnt. Mein Problem ist, ich muss es ja so rum, dann mal festmachen und da sieht man den Faden halt kaum. Seht ihr das? Oh, also das ist sehr, da muss man sehr, sehr. Und da hatte ich dann irgendwie keinen Nerv drauf, weil man sich da sehr konzentrieren muss, dass man. Also ich meine, die Reihe geht ja vielleicht noch. Dadurch, dass sich das von alleine knickt, ist man in der richtigen Reihe, um das zusammenzufassen. Aber ich habe immer so meine Schwierigkeiten bei den Geschichten, darum nähe ich das eigentlich lieber an. Ich überspringe manchmal eine Masche oder irgendwie so, wisst ihr, so, dann dreht sie, dann dreht sich das so. Dann habe ich hinten noch Maschen übrig, obwohl die anderen schon weg sind. Also ich verrutsche dann manchmal. Das ist mein Problem. Darum würde ich das hier schon vorziehen, wenn ich das hier irgendwie erkennen könnte. Aber oh, Alter, da muss man. Oh, habe ich gedacht, nein, da hast du jetzt irgendwie keine Lust. Und das sind viele Maschen. Dann habe ich schon gedacht, so, pf, nee, du nähst das an. Dann habe ich aber gedacht, ja gut, ich könnte das von der Nadel ab. Nähen, aber dann ist das ja auch so wuselig und ich kann das schwer sehen, ob das dann gerade ist. Also habe ich gedacht, abketten, aber da hast du ja wieder das Problem, wenn du das zu eng machst, dann funktioniert es nicht mit dem Annähen, machst du das zu weit, funktioniert das auch wieder nicht, Freunde. Also von daher, oh, habe ich das entnervt in die Ecke geschmissen. Ich habe wirklich gedacht, ich werde damit fertig. Ne? Nee, wurde ich nicht. So. Und dann muss ich oben noch den Kragen ran machen und dann habe ich gedacht, boah, dann bist du ja fertig. Ne? Aber dann stricken die hier noch 70 Meter Ärmel ran. Dann habe ich gedacht, oh, nee. Und dann auch wieder dieses doppelte Bündchen. Ne? Also ich werde es, oh, Leute.
Oh, ich werde es machen, aber ich glaube, ich werde das nicht so lang stricken. Ich werde das nicht bis zum Ellenbogen stricken. Vielleicht lasse ich das hier auch einfach so. Ja, so rollt sich das ein. Ne? Also ein bisschen muss ich, also dass ich nur so ein Bündchen daran mache oder so. So. Ansonsten, ja, mein Gott, Freunde, was soll ich sagen? Ne? Ist halt ein rechts gestricktes Shirt. Man strickt hier, wie man sehen kann. Das ist hier so ein bisschen der Clou. Eben die Schultern zuerst, könnt ihr das sehen? Dass man da praktisch so, wie nennt sich das? Ist das dann so eine Sattelschulter oder so? Also, ne, dass man das und dann ansetzt und entsprechend mit verkürzten Reihen und Pipapo das strickt. Kann ich empfehlen, ist eine Kaufanleitung, ich weiß gar nicht, was das gekostet hat. Ich kann euch das unten verlinken. Ich habe es direkt auf der Seite gekauft von ihr. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man über Ravelry das da kriegt oder ob man automatisch auf ihre Seite weitergeleitet wird, weiß ich gar nicht. Naja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall bin ich ja irgendwann fertig damit. Mich nervt es immer ein bisschen, aber das bleibt eben halt auch nicht aus, ne? Wenn ich halt hin und her stricke, naja, sind es halt weniger Maschen. Und wenn ich einen Runden stricke, also dann wird das Strickbild anders, ne? Das finde ich immer so ein bisschen. Also, das kommt dann immer auf die Färbung an. Die Färbungen sind auch im Shop. Das ist hier Himmelsbronze. Die ist im Shop. Und wie gesagt, ich mag das Garn. Das ist ein schönes Sommergarn. 20% Seide, wie gesagt, drin. Dadurch ist der Faden auch ein bisschen dünner, weil Seide ja schwerer ist als normale Wolle. Das heißt, um auf die 400 Meter Lauflänge zu kommen, muss der Faden dann halt dünner sein. Bei 100 Gramm. Und von daher ist das eigentlich wirklich, also ich finde es für den Sommer. Gut, ich habe schon ein, zwei Sachen gestrickt. Ja, trägt sich gut. So, das ist also das. Und dann hatte ich da eben keine Lust mehr drauf. Ich habe gedacht, ja, nee, aber an dem Garncardigan hast du jetzt auch keine Lust weiter zu stricken. Und dann habe ich gedacht, naja, dann ist jetzt Zeit für eine Tasche, Freunde. Und dann habe ich die Wolle, die ich euch letzte Woche gezeigt habe, das Teddygarn, habe ich gewickelt und habe dann gestrickt. Und so weit bin ich. Also grundsätzlich, ich habe noch mal so ein bisschen gefeilt, weil hier, ich hatte noch mit meiner Trauzeugin, die ist auch so ein bisschen nicht in dem Business, aber ja, die, naja, die sind halt in anderen Ligen unterwegs, ne? Also die sind hier nicht Anne von Dorf, sondern die sind anders. Und die sind eben Eppendorf, ne? So, und dann haben wir erstmal so ein bisschen gefachsimpelt. Und dann meinte sie, ne, also Filz innen drin geht gar nicht. Ich sag, ja, aber ich brauch ja Stand. Das andere ist mir zu wabbelig. Ja, sagt sie, da musst du dir was anderes einfallen lassen. Dann habe ich gedacht, okay. Challenge accepted. Und dann habe ich diesmal mit Stoff drin, der ein bisschen dicker ist. Das ist ein Baumwollstoff, es ist nicht Canvas, so dick ist es nicht, aber es ist nicht, also es ist schon ein bisschen standfester, der Stoff, aber ich habe es nochmal mit, wie heißt das Zeug, Flieseline oder irgendwie sowas, keine Ahnung, habe ich schon seit Jahrzehnten da liegen, habe ich dann gestern das erste Mal benutzt und habe gedacht, oh ja, ist okay, finde ich gut, geht. Und dann habe ich nämlich nochmal geguckt und habe es diesmal mit der Nähmaschine genäht. Ging auch ganz gut, muss ich sagen. Also es ist relativ gerade, ne? Also weil es ist ja stretchig, das dehnt sich ja. Ne? Also muss ich sagen, war ganz gut. Man könnte hier oben jetzt nochmal so eine Naht rumnähen, damit das noch ein schöner Abschluss ist und so. Aber wollen wir mal nicht übertreiben, ne? So, ich habe nämlich dann auch schon wieder die Seiten habe ich per Hand zusammengenäht, ne? So. Und ich habe nur hier oben das genäht. Und da musste ich schon dreimal den Faden ansetzen, weil dann war der Unterfaden irgendwie, weiß ich nicht. Und ach Leute, hör doch auf, ne? Hör doch auf, hör doch auf. Dann habe ich das Stülpding. Dann denke ich, nee, warte, du musst ja hier noch Platz lassen, dass du es umstülpen kannst, ne? Dabei waren die Seiten offen. Ich denke, oh, Anne, du bist so ein Brot, ne? Also Freunde, nähen. So. Das heißt, ich muss irgendwie jemanden finden, der das näht. Ich muss hier mal hingehen. Hier ist so eine Nähfrau.
Mal gucken, ob die das machen kann, sowas. Weil ich habe ich euch das erzählt, ich habe im September ein Pop-up. Ich glaube sogar am 1. Warte mal. Ist das der 1. September? Ja, 1. September, ist ein Sonntag. Da ist ein Pop-up bei der Immobilienmaklerin. Und da ist auch, ich denke mal, Schwester ist wieder da, also die mit den schönen Ohrringen und oh, ich weiß nicht, manchmal ist da auch eine Kerzenfrau noch und Künstler, so die Drucke machen und so. Also es ist so ein bisschen so In-House Pop-up, keine Ahnung, in Siedorf. Ich kann euch das dann ja nochmal irgendwie reinschreiben, wenn einer hier aus der Nähe ist und sagt, ach ja, da können wir ja mal, wir haben ja immer nichts zu tun, dann könnt ihr da vorbeikommen. So, also und ich versuche, ich brauche da ja keine 7 Millionen Taschen, aber ich versuche da ein bisschen was an den Start zu bringen, weil ich kann die alle gar nicht nutzen. Also, was soll ich mit 70.000 Taschen, aber es macht so einen Spaß, sich zu überlegen, oh, welche Farben nehmen wir denn? Und darum habe ich gedacht, ja, jetzt muss ich mal ein paar loswerden. Ne? So, aber dafür muss das noch ein bisschen high-endiger werden, wenn man auch noch einen gerechtfertigten Preis haben möchte. Ne? So. Dann habe ich überlegt, okay, gut, jetzt Taschenhenkel. So. Meine Trauzeugin hat gesagt, nee, das ist nichts, so wie du das hast. Ich sag doch, ich mag wabblige Dings. Nein, sagt sie, nein, das muss anders, das muss genäht sein und so. Ich so, oh, Alter. Ich sag, das kann ich nicht. Ich sag, das muss man dann wirklich. Entweder hat man wirklich so eine Ledernähmaschine oder man muss das eben wie so ein Sattler machen, eben wirklich immer so achten, machen per Hand. Ich sag, ich habe keine Zeit da, das zwei Lederriemen zusammenzunähen. Habe ich keine Zeit. So, dann habe ich überlegt, was hast du denn noch liegen? Und ich hatte mir mal die bestellt. Die sind schon vorperforiert, habe ich gedacht, super. Und die macht man fest mit so einem Dingern. Und da habe ich gedacht, das ist super. So, das ist aber gar nicht so super, weil. Na, vielleicht ist das doch super. Also, das sind dann so. So. Und das Gegenstück ist so. Und das steckt man dann ineinander. Ne? Also, es ist so ein bisschen. Ja, wie Cam-Snaps auch nicht. Aber so. Aber das habe ich schon mal bei einer anderen Tasche probiert. Es geht immer ab. Also es ist nicht fest. Das ist, ja, das ist irgendwie doof so. Ich vermute, das liegt zum einen daran, dass das relativ kurz ist. Und wenn ich das, also weil man sieht ja, wenn das hier durchs Leder ist, dann ist ja nur noch so ein bisschen. Und wenn da jetzt noch die Tasche durch muss, ne, und dann noch die Innentasche durch muss, dann ist das, glaube ich, einfach zu kurz. Habe ich mir so überlegt. Und der Mann meinte, vielleicht muss man aber auch, weil seht ihr, das ist hier auch irgendwie so, kann man das sehen? Das ist so angeknickt, hier ist so eine Delle drin, das ist aber bei allen, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Habe mich fast neben den Stuhl gesetzt. Ich weiß nicht, warum das so eine Delle hat, so einen Knick hat, ich habe keine Ahnung. Soll das eigentlich dazu führen, dass das nicht so leicht abgeht? Also so funktioniert es eigentlich ganz gut. Das hält. Ich vermute einfach, das ist zu kurz. Wisst ihr, dass das eben nicht richtig einhaken kann, weil das zu dick ist. So. Der Mann meinte schon, ja, vielleicht muss man das irgendwie noch mit so einer Zange zusammendrücken. Na, habe ich gesagt, kann sein. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass das zu kurz ist für das, was ich hier mache. Wobei ich denke, Taschenriemen, selbst wenn du eine Tasche nähst, ist das doch nicht nur ein dünner Beutel? Also, pff, weiß ich nicht. Also, das ist irgendwie so eine Fehlkonstruktion. So, und jetzt bin ich aber überlegen, was man noch machen kann. Ich habe letztens mal irgendwie was gesehen. Man kann sich in Schottland, also Freunde, ne, Schottland. Wie geil sind die Schotten bitte? Wahnsinn. Wahnsinn. Also beim ersten Spiel, da habe ich gedacht, Alter, die haben noch so gute Laune, obwohl die so. Da habe ich gedacht, krass, die sind halt einfach nicht so verbissen. Es ist einfach nur, kommen sie alle zusammen. Geil, habe ich gedacht, muss man sich abgucken. Muss man sich abgucken. Gar nicht irgendwie triggern lassen von irgendwelchen anderen Leuten.
Geilo. Also Schotten, absolute Liebe. Und ich habe mich nur mal gefragt, wie können die denn nach den ganzen Tagen immer noch so laut singen? Also ich meine, die haben ja gefühlt den ganzen Tag gesungen. Wenn du bei TikTok oder bei was weiß ich was geguckt hast, die saßen ja überall, die haben ja nur gesungen. Da habe ich gedacht, Alter, meine Stimme wäre weg. Krass. Ja, also Shoutout an die Schotten, ne? Und dann hatte ich irgendwie eine Reportage oder irgendwas gesehen, da konnte man nämlich in Schottland sich Taschen zusammenbauen. Fand ich, also das war so ein Tweedstoff. Und dann hattest du praktisch also so ein Korpus für eine Tasche. Da gab es halt verschiedene, ne, so von den Größen und so. Und dann hattest du praktisch dieses Tartan-Tweed-Tartan-Muster da. Und das war eben auch fester. Ich weiß nicht, ob das auf Leder raufgenäht war oder wie auch immer. Und dann konntest du dir das so halt zusammenbauen. Dann konntest du dir die Farbe aussuchen, also die Karos, die du wolltest. Bababababab. Und ich meine, die hatten, da konntest du das schrauben. Freunde, ihr wisst doch auch mal alles, ne? Was hier, habt ihr eine Idee? Schreibt mal rein, was ich nehmen könnte. Weil ich will es umgehen. Das irgendwie bei mir der Nähmaschine sieht das scheiße aus. Das habe ich ausprobiert. Das hält zwar, aber es sieht nicht gut aus. Oder ich habe es halt einfach nicht drauf. Kann auch sein. Aber ich glaube, so eine handelsübliche Nähmaschine ist dafür nicht gemacht. Und ich habe ja die Vorperforierten, aber ich will auch nicht andauernd das alles annähen. Ich habe die Zeit nicht dafür. Das muss eine schnelle Lösung für die, ne, fürs Grobe und trotzdem gut aussehen. Dann habe ich schon überlegt, es gibt ja auch diese Ösen, die man machen kann, ne, wo man so ein Loch praktisch macht und dann so eine Öse. Aber das finde ich, nee, das finde ich, das sieht zu billig aus. Dann habe ich überlegt, das mit, wisst ihr, mit so einem, wie heißen die denn? Boah, da habe ich ewig gegoogelt, wie diese Mistdinger heißen. Halbkreisöse, Mondöse oder irgendwie so. Also die so ist, wisst ihr, aus Metall, wo man das dann einhaken kann. Aber nur die Öse hier irgendwie annähen ist auch scheiße. Das heißt, da brauchst du auch wieder wahrscheinlich dann irgendwie so ein Lederding oder Stoff oder wie auch immer, dass du das dann hier schön annähst, wo die Öse drin ist. Und dann brauchst du ja aber auch entweder einen Karabinerhaken am Henkel, den du dann da einklickst. Das heißt, dieser blöde Karabinerhaken muss aber auch wieder da eingenäht werden. Oder man näht dann den Henkel um die Öse rum und macht es gleich fest. Aber es hat immer mit Nähen zu tun, Freunde. Nähen, nein. Was habt ihr für eine Idee? Was kann ich machen? Wo gibt es diese Schraubdinger? Ich muss mal gucken. Ich habe sowas in der Art. Ich weiß aber nicht, ob das dafür funktioniert. Vom Gießen. Ich hatte mir mal eine Gießform bestellt mit einem Henkel. Und den Henkel, den machte man dann halt so fest, dass man das da so fest schraubte. Mit so einem Verbindungsdingern. Also irgendwie sowas muss es geben. Wenn einer von euch da weiß, dann bitte, bitte kontaktiert mich. Oder schreibt mir eine E-Mail, Taschenlösung. Auf jeden Fall würde ich das sonst so ganz gut finden. Ne? Das ist jetzt halt eine kleine. Ein bisschen größer wollte ich die eigentlich haben. Aber meine Trauzeugin hat gesagt, na, die Upper Class, die trägt nicht immer Riesensachen. Also deine ist mir schon zu groß, deine Tasche. Die müsste kleiner sein. Und die ist ja mehr so Italien unterwegs und die sagt, da nehmen die sowieso sehr gerne Klatsch und Klein. Naja, habe ich gedacht, probierst du mal ein Klein, ne? Weil ich habe gedacht, wenn ich, ich habe das ja so gestrickt. Farbe gewechselt, Farbe gewechselt, Farbe gewechselt, damit ich das so hinkriege. Und ne, wenn ich das gleich so in Runden gestrickt hätte, hätte ich ja Colorwork machen müssen. Oder hätte, nein, nicht. Ja, irgendwie schon. Oder halt irgendwie tausend Knäuel gleichzeitig gehabt, hatte ich keine Lust drauf, so. Und dann habe ich natürlich vorher nicht gemessen und überlegt und hast du nicht gesehen und habe dann irgendwie angeschlagen, so nach Auge, dachte, das hätte ich bei meiner auch die Maschenzahl, aber ich muss da mehr Maschen gehabt haben. Oder eine größere Nadel. Ich glaube, die habe ich mit einer größeren Nadel gestrickt. Und so darum war die dann doch nicht so hoch, wie ich dachte. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt noch, ich habe noch überlegt, einen gelben ranzusetzen. Aber dann habe ich gedacht, dann ist das irgendwie ein blödes Format irgendwie. Dann ist das nichts halbes und nichts ganzes. Es ist nicht hoch genug.
dass man irgendwie was Größeres irgendwie reinkriegt, aber dann so lang, dann kippelt dir das. Nee, fand ich irgendwie doof. Habe ich gedacht, gut, machst du das zu klein. Aber ich hätte jetzt gerne doch noch irgendwelche Henkel dran. Ich habe auch noch, habe ich jetzt nicht mit, so eine Holzhenkel, so eine Tragehenkel. Aber da ist wieder das gleiche Problem. Da hätte ich, also die jetzt nachträglich ranzukriegen, ist ein bisschen schwierig. Da hätte ich entweder beim Stricken erstmal nur so ein Stück stricken, dann das rein, zusammen machen und dann hier Maschen aufnehmen, wisst ihr, so, und dann stricken. Wobei ich eben einfach das nicht gut finde, wenn das vom Strick gehalten wird, weil das Strick halt, das dehnt sich ja. Und bei einer Tasche, ich finde nichts schlimmer, als wenn das immer weiter nach unten sich zieht. Also, ich meine, gut, was machst du in so eine kleine Tasche rein, ne? Machst du wahrscheinlich nicht so schwere Sachen rein, dass sich das so zieht, aber irgendwie, So, und dann habe ich gedacht, gut, da müsste man irgendwie vielleicht wieder aus Leder oder Stoff so eine Schlaufe machen, die man dann hier mit einfasst, wenn man das zusammennäht. Da war ich schon wieder, dann habe ich gedacht, nee, auf keinen Fall. Da muss ich jemanden haben, der es macht, Freunde. Ja. So, aber auf jeden Fall, da, ich liebe die, ne? Aber ich werde jetzt mal, ich habe wieder nicht geguckt. Ich glaube, die ganz dicke Wolle ist bei mir. Ich habe nämlich mal so testeweise hier die. Da hatte ich auch mal eine Tasche draus gestrickt und die läuft 100 Meter auf 100 Gramm. Also die ist schon dicker. Und die dann mit einer kleineren Nadel gestrickt. Oder wenn ich ein Inlay mache, brauche ich ja, also das fest ist, dann kann es ja auch ruhig fluffiger sein. Ja, aber ich dachte, ich hätte die hier. Ich wollte mir die einfärben, aber die ist nicht hier und dann muss ich mal gucken. Die ist drüben wahrscheinlich, dann stricke ich die vielleicht doch in weiß und färbe die danach oder irgendwie so. Mal gucken. Ja. Gibt ja ganz viele Möglichkeiten, ne? So, also das ist dazwischen gekommen und die Farben sind im Shop. Zitrone? Peach? Hellblau. Und ich weiß nicht, was das für eine Farbe ist. Ich verlinke euch das nochmal, was ich verstrickt habe. Und ich habe auch noch welche nachgefärbt. Also was heißt nachgefärbt? Ich habe noch welche gefärbt. Hier nochmal in so einem knalligen Pink. Das ist Fuchsia. Und dann habe ich noch ein neues Lila. Das wollte ich ausprobieren. Das ist so ein bisschen... Also heller als Aubergine, so ein Zwischending zwischen Aubergine und Lavendel, finde ich. Finde ich eigentlich ganz schön. Und das zusammen, guckt mal, Freunde, sieht auch gut aus, ne? Also, und dann sind ja auch noch andere Farben im Shop. Ich verlinke euch das Teddygarn unten. Also, wenn ihr Bock habt, das macht so einen Spaß und man ist schnell fertig, ne? Also, ich habe jetzt hier nicht auf die Uhr geguckt. Aber dadurch, dass ich hier mit einer kleinen Nadel gestrickt habe, hat das ein bisschen länger gedauert. Ich weiß gar nicht, habe ich die, 3 Stunden, glaube ich, habe ich die gestrickt. So ungefähr. Ich habe nicht, ich habe zwischendurch immer mal wieder weggelegt. So, und dann habe ich gefärbt, wie gesagt, ich habe euch die Teddywolle gefärbt und ich habe Sockenwolle gefärbt, habe ich gedacht, na, ich mache nochmal so ein paar Specials. Ich habe nämlich noch einmal Falkland gefunden und da habe ich gedacht, okay, gut, dann mache ich euch jetzt hier noch die letzten Falkland-Wolle Sockenfärbung. Und zwar habe ich einmal... In so lila, pink, blau Ton. Dann hier so ein bisschen was Sonniges. Oh, echt schön. Schön weich. Und hier nochmal so ein bisschen mit Braun und Lila. Vielleicht so eher, was heißt Männersocke, ne? Aber vielleicht. So, also die sind im Shop. Das sind die Falkland-Sachen. Wenn die weg sind, sind die weg. Und ich habe noch ein Miniset gefärbt, Nude, wobei das eine dann doch ganz schön aus der Art schlägt, aber ich finde, ein bisschen Pep muss ja auch sein, ne? So, das zusammen, warte mal, wo sieht ihr denn die Farben am besten so wahrscheinlich? Also so ein bisschen bräunlich, ein bisschen movig, ein bisschen kamelig. Das fällt hier, glaube ich, ein bisschen aus der Reihe, ne? Also man könnte hier vielleicht auch noch was Cremigeres zumachen, aber ich finde das auch gut. Wenn man da so kleine Nüppis irgendwie reinmacht. Und ich habe überlegt, ob man sowas auch als, also ich glaube, das ist cool als Fade, ne?
so diese Mische, dass man das mal färbt auf ein Fingering-Garn oder ein Sportsweight-Garn oder so. Könnt ihr ja mal schreiben, ob ihr sowas wollen würdet, mal so einen Fade-Verlauf hier zum Beispiel in der Art. So. Aber als Sockenset, als Miniset, weil ich denke, auch eigentlich, so Minis sind ja auch ganz, ganz niedlich, ne? Ist das auch im Shop und zwar sind das die Farben, die ich einzeln gefärbt habe, die habe ich hier zusammen gefärbt. Da sind alle Farben drin. Da habe ich dann die Pötte über das Lees gekippt. Und da ist dann das rausgekommen. Ist auch schön, ne? Also 650 Meter Lauflänge, 100% Merino Superwash. Wie gesagt, so ganz fein, ganz leicht. Super für den Sommer, super leicht. Oder für ein Leestuch oder wie auch immer. Das ist so ein bisschen pastellig. Und hier habe ich Brauntöne mit ein bisschen Pink. Also das ist ein bisschen kräftiger. Hier ist eben auch noch ein bisschen Gelb und sowas alles drin. Ne? Und hier ist eben das Pink ein bisschen mehr. Irgendwie scheinbar war mir ein bisschen so nach Braun- und Nudtönen. Ne? So. Und dann findet ihr im Shop, ich verlinke euch das unten. Und dann habe ich, ach, keine Ahnung, warum. Ich war irgendwo und habe es gesehen, habe gedacht, wie geil ist das dann? Völlig unnötig, aber ich habe gedacht, Anna, das musst du machen. Habe ich gestern gemacht. Und zwar habe ich gehäkelt, Freunde. Wir sprachen doch letztens drüber, ne? Und zwar Luftballonhund. Ich weiß, es ist völlig unnötig, aber ich wollte den haben. Was ich festgestellt habe, also hier hätte ich ein bisschen mehr stopfen können. Also, dass die Schnauze ein bisschen kleiner ist, die ist ein bisschen sehr lang, finde ich. Aber gut, das kriegt man hin. Und hier habe ich ein bisschen zu doll gestopft. Da der ist ein bisschen dick. Und hier hat er auch ganz schöne Keulen am Hintern. Macht es Spaß? Eigentlich schon. Ich habe mir nur wieder Druck gemacht, dass das bis heute fertig werden sollte. Ne? Habe ich gestern Abend und ich habe eben noch den Rest gehäkelt. Oh. Es ist ein. Pass auf. Man fängt hier hinten an und dann häkelt man halt immer nur wie so eine Wurstkette, wie beim Fleischer, wisst ihr? Wenn ich das jetzt auseinander mache, kriege ich das wieder zusammen. Wer weiß das schon? Lass es uns herausfinden. So sieht das praktisch aus. Und wie ihr seht, also ich habe hier ordentlich Gas gegeben mit dem Stopfen. Da muss man, glaube ich, irgendwie so ein bisschen was finden. Und hier habe ich dann wirklich war ich sehr sparsam. Aber es macht eigentlich richtig Spaß. Nur immer diese Zwischendinger, die sind echt ein bisschen frickelig, guck mal hier, das macht ihr wie diese Luftballontiere. Zack, und dann dreht ihr das da ja auch durch. So, dann habt ihr den Hintern. So, zack. Und dann macht ihr das. Dann müsst ihr hier den Nacken hier durchfriemeln. So. Und dann habt ihr die Ohren. Und dann müsst ihr die Schnute da irgendwie durch. Oh, wartet. Zack. Da. Ist das nicht? Es ist unnötig, aber ich finde das so schön. Ach, ich habe es mit Fingering gestrickt, gehäkelt. Habe erst überlegt mit DK, habe aber gedacht, nee, dann wird der vielleicht so groß. Ich wollte den nicht so groß haben, aber ja. Also das ist jetzt mit Fingering Garn. Fragt mich nicht nach der Häkelnadelstärke, keine Ahnung. Ich habe ausprobiert, was am besten ging und habe dann vor mich hingehäkelt. Also wie gesagt, es macht, also wie gesagt, da ist es so dünn, da ist es ein bisschen nervig, dann die ganzen Maschen wieder zuzunehmen und so. Aber wer Bock hat, ich verlinke euch das unten. Es gibt es als Buch. Es gibt Anleitungen, glaube ich, auch einzeln bei Ravelry, glaube ich. Ich habe aber so ein Bundle bei Etsy gekauft. Das ist gerade im Angebot. Ich kann euch das unten verlinken. Da ist eben, also der Hund ist dabei, dann ist eine Maus, die eigentlich ähnlich aussieht. Da ist nur der Schwanz länger. Dann ein Pudel, der ist hier ein bisschen, da sieht ein bisschen anders aus. Ein Löwe, eine Giraffe, ein Affe.
Wobei, das ist wirklich alles sehr rudimentär, muss ich sagen. Ne? Also ich fand den Hund immer noch, Pudel auch noch und so. Das andere, was war da noch? War da noch was? Ein Dackel? Dackel war da noch. Und ein Teddy, glaube ich. Alles so in der Art. So, und das kam irgendwie statt 12 € 9 oder so. Oder 8. Ich verlinke euch das unten. Ich verlinke euch mal das Buch, also was ihr bei Hugendubel und was weiß ich was überall kriegen könnt. Und ich verlinke euch das auch bei Etsy. Auf jeden Fall macht das schon Spaß. Also ich habe da gestern Nachmittag. Aber es dauert doch ein bisschen. Also es ist genauso wie mit diesen Amigurumis. Man denkt immer, der, das ist ja nur klein, das geht flott. Oh, aber dadurch, dass das so fitzelig ist, ne, ist das immer so ein bisschen, dauert dann doch länger, als man denkt. Und hier ist das auch so. Aber schon, ich mag das schon. Und dann habe ich gedacht, ja. Dann ich wieder, ne? Dann denke ich, ne? Ja, so ein Hund und so. Aber was machen die Luftballon-Clowns dann noch alles aus den Luftballons? Dann habe ich erstmal bei Pinterest geguckt. Luftballon-Tiere, Luftballon-Dingsbumsbums. Ja, manchmal haben die noch so ein Papagei in so einem Ring und so. Oh, ich weiß, wir standen mal stundenlang in Neumünster. Also stundenlang ist nicht untertrieben. In Neumünster im Outlet. Mit den Kindern bei 50 Grad in der prallen Sonne. Weil die Kinder so einen Luftballon-Dingsbums haben wollten. Ich glaube, ich habe das Foto. Also Fotos habe ich, glaube ich, noch davon. Und ich glaube, ich habe auch noch ein Foto von dem, der das macht. Weil wir haben gesagt, zum Sommerfest. Und der hat coole Sachen gemacht. Der hat auch eine Ente und so gemacht. Also, warte mal. Ich glaube, eine von den beiden hatte eine Ente und die andere Bugs Bunny irgendwie. Richtig cool. Aber der hat dann mitunter dann auch mit mehreren Luftballons das gemacht, ne? Aber gut. Aber müssen wir mal gucken, Freunde. Da geht noch was. Also, so so ein leppriger Hund, so, da ist noch Luft nach oben. Aber jetzt sieht er ganz süß aus, ne? Jetzt sieht er eigentlich besser aus als das erste Mal hier so. Da kommt dann vielleicht auch drauf an, wie man das hier zusammen friemelt und so. Aber das kann ich euch nur empfehlen. Ich packe euch das rein. Dann habe ich natürlich beim Häkeln überlegt, okay, weil ich weiß, dass viele von euch so ein bisschen Häkelsperre haben. Vielleicht stricken. Aber ich muss sagen, ich glaube nein. Oder, weil das ist ja hier nur ein paar Maschen. Und dann überlege ich ja, wie willst du diese paar Maschen stricken? Wenn du es mit Nadelspiel machst und du meinetwegen auf dem Nadelspiel auf jeder Nadel nur eine Masche hast, da rutschen ja diese blöden Nadeln und dauernd rum. Dann könnte man es natürlich als so eine Art I-Cord machen. Allerdings wird man ja auch wieder breiter und da sind dann zu viele Maschen, als dass man es praktisch. Warte mal, nee, nicht I-Cord, so als Strickliselschnur. Wisst ihr, das macht, kann man doch auch auf eine Nadel machen, dass man dann meinetwegen die 5 Maschen strickt, das dann hochschiebt und der Faden vom Ende dann nach vorne gezogen wird und dann das zusammengestrickt wird, sodass er praktisch wie so eine Strickliselschnur kommt. Das geht, das was ich ausprobiert habe, bei wenigen Maschen funktioniert das. Wenn es aber mehrere sind, dann kriegt man das nicht so gut rangezogen, wisst ihr, wie ich meine, weil dann zu viele Maschen sind und das biegt sich nicht richtig genug rum. Du hast dann da halt immer dann irgendwie so eine Luftleiter praktisch. Oder man müsste dann eben für das Stück auf 3 Nadeln oder so umsteigen. Aber ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen nervig ist, weil es sind immer noch wenig. Außer man macht das in groß, so ein Luftballonhund. Freunde, warum denke ich eigentlich so klein, ne? Da machen wir Kinderhocker draus, Freunde. Oh Gott, ey, Anne. Oder ich habe schon überlegt, ob man das flach strickt. Und dann nachher einfach zusammennäht. Das wäre, glaube ich, noch so das Einfachste, wenn man das stricken wollen würde. Das ist so das, was ich so mir überlegt habe, wie man es machen könnte. Mein Favorit ist, glaube ich, wirklich flach stricken und nachher zusammennähen. Das kannst du auch in Galoppstichen machen. Wobei es dann, glaube ich, ein bisschen wuselig wird, ne? Obwohl mit dem Füllen dann, ne? Aber das müsste eigentlich auch gehen. Ja, Freunde, guckt mal, das läuft alles noch parallel. Alles noch parallel. Wie ich das noch anders machen könnte, dass es das Strickerherz erfreut, ne? So, und das ist vielleicht ein bisschen zu groß für einen Schlüsselanhänger. Vielleicht müsste man das mit
Lesgarn machen. Dann ist es ja noch mal ein bisschen kleiner, aber dann wird es auch noch frickeliger. Ne? Ich habe mir mal, ich weiß auch nicht, ich habe es auch noch nicht gemacht. Ne? Ich habe mir bei Etsy mal so eine Anleitung runtergeladen für Pippi Langstrumpf. So in der Art, so ein kleines Mädchen, so mit krummen Beinchen, also ganz süß so. Also, ich weiß gar nicht, hatte Pippi Langstrumpf krumme Beinchen, aber ihr wisst, alles ist ganz putzig. Aber ich glaube, das häkeln die wirklich mit Filigran oder noch dünner, also fast. Also, ich möchte jetzt nicht sagen, nee, Negernstärke, aber weit weg entfernt ist es auch nicht, ne? Oh, und das ist wirklich. Also, ich glaube schon, dass ich sehr feinmotorisch unterwegs bin, aber hei, also hier, das hier so die engen Geschichten, die haben mich auch ganz schön genervt, muss ich sagen, ne? Also, von daher dann, ja, ich guck noch mal, ob man das stricken kann in Flat. Geilo, ne? Ich finde das total gut. Ich finde das total gut. Ansonsten, wenn ihr noch geile Sachen findet von Luftballontierchen, schickt die mal. Und dann gucken wir mal, ob wir daraus auch irgendwie sowas hinkriegen. Geil ist das, bitteschön. Dann bringen wir ein Buch raus. Mit nicht nur hier so los, sondern richtig fancy. Oh, und ich habe überlegt, dass. Jetzt habe ich hier kein pures Neongarn liegen. Aber überlegt mal, wie geil ist das, wenn ihr das mit so einem Neongarn macht. Dann macht das richtig fets. Wisst ihr was? Ich probiere das zu Hause mal. Oh Gott, jetzt fange ich schon wieder an. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, Freunde. Also momentan ist wirklich. Uiuiui. Dann ist unsere Badplanung auch in den Endzügen. Das geht dann auch irgendwie los. Und wir haben noch nichts für die Sommerferien geplant. Wo wir hin wollen. Ja, mal gucken, ne? Das wird spannend. Also, wir wollen jetzt nicht irgendwo groß hin oder so. Obwohl wir schon überlegt haben. Schottland? Absolut eine Alternative, ne? So. Aber, ja, aber das Neongarn hatte ich gleich im Kopf dafür, weil ich dachte, das sieht doch richtig cool aus. Ich weiß jetzt nur nicht, ob in Natur oder ob gefärbt. Ach, das ist ja alles nicht so einfach, ne? Eigentlich wäre das geil in so einer richtigen. Geilen Knallerfarbe, ne? Und dann mit den Neonsprenkeln. Oder mit Mohair-Beilauffaden. Was kostet die Welt, ne? Für so ein komisches Dings. Aber ist auch ein süßes. Ich glaube, das ist auch ein süßes Geschenk für Babys, so als zur Geburt. Ich finde, es ist immer schwierig für Babys zu stricken. Also entweder strickt man gleich so, dass du weißt, das passt erst in einem Jahr oder so. Ne? Das ist immer alles ein bisschen schwierig. Aber wenn man sowas als Glücksbringer strickt oder häkelt oder wie auch immer, ne? Dann haben die immer so ein kleines N-n-n. Ich weiß, ich war damals, als ich mit meiner Trauzeugin, ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt habe, da waren wir in Italien zum zweiten Staatsexamen, zum Lernen. Die Mutter hat dort eine Wohnung und dann sagt sie, Anne, weißt du was? Wir fliegen einfach nach Italien und lernen da. Da haben wir viel mehr Ruhe und so. Ich sage, natürlich. Ist ja auch gar nicht dekadent. Wir fliegen zum Lernen nach Italien. Überhaupt kein Ding. Haben wir gemacht. Dann sind wir dahin geflogen. Nie wieder. Nie wieder, Freunde. Oh Gott, das war irgendwie im Juli, was mich da geritten hat, nach Italien zu fliegen. Ich weiß nicht mal, ist das Toskana? Ich bin ja in solchen Sachen immer schlecht, ne? So, und dann kam, oh Leute, das war so heiß, das war so, das war, oh Gott, das war alles so schlimm. Und das waren so viele Mücken. Ich habe nachher nur noch unter der Decke gelegen. Also wirklich von oben bis unten, weil ich hatte, was hatte ich an einem Bein? Wir haben gezählt, an einem Bein hatte ich 45 Mückenstiche und das war nur ein Bein. Also zwischendurch habe ich überlegt, können Mückenstiche irgendwann tödlich sein, ne? Also, oh, das war nicht schön. Und es war halt so scheiße heiß und dann auch noch so. Feucht, also ne, das kenne ich ja, kennt man ja hier aus den Breitengraden nicht, ne? Das war ständig so schwül. Also hat dann nachher darin gegipfelt, wir sind immer so nachts um 3:30 aufgestanden, haben gelernt, weil das dann noch irgendwie ging, die Mücken gingen und das war nicht so warm. Und dann haben wir uns um 8 wieder hingelegt, haben geschlafen. Und dann sind wir nachmittags immer wieder aufgestanden, haben irgendwie versucht, irgendwas zu essen. Und ich habe festgestellt, Freunde, kleiner Tipp, kleiner Servicebeitrag, in Italien keine Apfelschorle trinken. Wenn es heiß ist, das ist nicht gut. Also überhaupt glaube ich, das ist nicht gut. Das geht gleich durch. Aber ich mag halt kein, ich kann kein, ich kriege kein klares Wasser runter. So, aber sie sagt, naja, hier, du kriegst nur bei Lidl Apfelschorle. Hier, das gibt es hier nicht, weil das ist nicht so gut. Ja, habe ich mitgekriegt. Also Freunde, solltet ihr irgendwie kleiner Service-Tipp. Lasst es. So. Genau, und da waren wir noch auf dem Markt.
Und da hatten die so kleine Armbänder mit Glöckchen. Ich glaube, die gibt es mittlerweile auch überall. Und die Geschichte dazu aber war, dass das die Glöckchen für die Schutzengel sind. Das war so ein kleines Armband. Und immer wenn die klingelt, also wenn das Armband klingelt, dann passen die Schutzengel noch ein bisschen besser auf, ne? Weil die dann sagen, was ist denn los? Und dann gucken die nochmal. Und die Geschichte fand ich so niedlich, ne? Und dann hatte ich das schon mal gekauft. Ich war zwar noch nicht schwanger, ich kannte meinen Mann auch noch gar nicht, aber ich habe gedacht, nimm mal schon mal mit. Ja, beide sind so ein Armband. Ja. Haben die nie umgehabt, ne? Das liegt jetzt immer, fliegt von links nach rechts. Ich sag, du musst auch ein bisschen sorgsam damit umgehen, Fräuleinchen. So. Aber das kann ich mir auch gut vorstellen. So, wie gesagt, so als kleiner Aufpasser irgendwie so, ne? Ja. So, und ich versuche mal, ich, oh, ich weiß noch nicht, ob ich es versuche. Aber ich habe es auf jeden Fall im Hinterkopf, dass ich das versuche zu stricken. Aus dem Neongarn. Und dann kann ich euch ja nächste Woche, so dass dann alles irgendwie funktioniert, zeigen. Wie groß es dann noch ist, der wird dann ja größer, ne? Mit DK. Gut, ich müsste es dann ja nicht so lang stricken. Ich würde jetzt erstmal die. Weiß ich nicht, nehme ich die Maße hiervon? Eine rechte Masche ist ja eigentlich, glaube ich, länger als hier so eine feste Masche, ne? Das ist von der Proportion her. Ich muss mal gucken, lasst euch überraschen. Gucken wir mal. So, auf jeden Fall fand ich die Idee toll. Ich hoffe, ihr findet die auch toll. So, ich verlinke euch das unten. Ich weiß gar nicht, steht das gute Stück? Wahrscheinlich nicht, nee. Da muss man. Nee, stehen ist schwierig. Oder man muss hier irgendwie Trick 17. Nee, geht nicht. So. Gut, ihr Lieben. Ihr seht, ich habe viel zu tun. Ich muss hier und ich muss noch den Cardigan und das Shirt. Obwohl das Shirt, bin ich gerade sauer, dass das nicht so funktioniert. Da bin ich, glaube ich, gerade bockig. Boah. Außerdem muss ich ja mir die Mützen irgendwie überlegen. Genau, so. Also, wie gesagt, guckt im Shop 10% Rabatt mit dem Code Weihnachten 2024. Und also kriegt ihr Rabatt auf alles. Also nicht nur auf. Also, ne, Adventskalender gibt es ja noch nicht. Also auf das, was im Shop ist. Und dann hoffe ich habe euch wieder ein bisschen unterhalten und dann sehen wir uns in der nächsten Woche, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.